Weg, 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 weg. Bitte. Und dann grad sie, fand sie. Wir haben nicht mehr viel Zeit. 38 Minuten für die letzten Scorepunkte der Woche. Noch 3 Ballistikbox am Start. Wir haben ein Auge auf... auf nukleares Material. Die Erlösung kann weg. Wir haben sowieso keine Muni mehr. Dann Kloppy muss repariert werden. Sofort. XD verbessert. Nice. Sind wir noch irgendwie gebufft vielleicht? Alles. Wir dürfen einmal alles futtern. Je nach Situation. Mal gucken, was kommt. Daily Ops. Oh. Oh, 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 oh. Mhm. Schaltkreise für Großmengen. Schande. Also verwehrte Schrott, um Schaltkreise herzustellen. Nicht hier. Da gibt's doch keine, gibt's da Großmengen für? Zufällig, eventuell. Nee. Muss ich wahrscheinlich überrollen. Ist schon sehr spezifisch. Und ich habe jetzt auch keine Großmengen mehr. Also wenn überhaupt, im Stash davon, oder? Schaltkreise, nee. Naja, dann halt nicht. Ich zerleg nochmal alles, was wir hier haben. Mhm. Oh. Naja, das ging jetzt. Aber was hatten wir denn dabei gehabt, was Schaltkreise bringt? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Hast du zufällig noch Schrott am Start, der Schaltkreise integriert hat? So lange. Zahnrad, Kristall, Glas, Faser, Optik, nein, Wecker. Hier auch kein. Keine Schaltkreise. Militär-Motherboards und sowas, ne? Die Militär-Grafikkarten. Aber das packe ich doch jetzt nicht mehr. Vor allem auf Druck. Aber auch hier, legendäre Kreatur. Und Blutadler mit einer stumpfen Waffe killen. 45 Minuten? Sag mal, bist du denn bitte hier gerade vor 176? Was wäre denn in der Daily Ops los? Oh, das ist schön. Das ist eine typische Bloody Orbs. Und wir sollten eigentlich noch genug Fusionskerne am Start haben. Mhm. Es wird immer enger hier. Ich brauche eine stumpfe Waffe, aber sofort. Herstellungsloadout. Jawohl, ja. Nahkampf, Schlagwaffen, Baseballschläger. Aber wir müssen schon auf Nummer sicher gehen, ne? Nicht das, was jetzt vergeigen, weil wir unbedingt experimentieren wollen. Ich nehme den Baseballschläger, Stufe 45, einen bitte, modeln, zwei gleich, naja, gut. Klickete, klick, klick, Kammerjäger, nee, soll schon so ein bisschen was haben. Hier, das ist okay mit dieser Aufgabe. Ich hätte ganz gerne, oh, dafür brauchen wir alles Nukemat, wir haben kein Nukemat mehr. Oder Nahkampfkrieger, die Karte, Rang 2, nehme ich. Habe ich wo liegen? Hier, ne? Ja, das reicht. Da bin ich Stufe 5. Hat lange gedauert und jetzt profitieren wir davon. So, Mutanten-Baseballschläger. Verbessern mit Heidspule. Bringt 21 Schaden. Was ist mit dem Stacheldraht? Oh, bringt 40 einfach. 40 zusätzlichen Schaden. Hier noch mehr sogar mit Stacheln. 259, 265 mit Ketten. Das nehme ich jetzt. Neben Heizspule. 288 und auch noch Hitzeschaden. Ah ja, gut. Ist in Ordnung. Stachelrakete, was? Bitte? Warum kenne ich das alles noch nicht? Gut, vielleicht kenne ich es, aber ich werde es wahrscheinlich vergessen haben dann, ne? Dass was dran ist. Da gebe ich euch auf jeden Fall einen Punkt. Wir starten eine Daily Ops Gruppe. Gucken, was passiert. Ja, sehr gut. Also, dass sie das noch nicht abgeschafft haben, ne? Dass man nicht einfach von einer Gruppe eine neue Gruppe starten kann. Das ergibt doch gar keinen Sinn. So, Blutadler, sie möchten eliminiert werden. Es ist eine Zweihandwaffe, ne? Richtig. Richtig. Und diesen Baseballschläger, den lege ich einfach vorne hin. Viel Spaß. Wer auch immer diesen Baseballschläger mitnehmen möchte. Blutadler. Die gibt es unter anderem. Das ist das große Lager, ne? Ich möchte ein kleines Lager haben. Hier am Rande, genau. Widow's Peach.
Genau an dieses Lager habe ich gedacht gehabt. Ist das jetzt? Ja, es ist eine Zweihandwaffe. Kommt her, ihr Ratten. Boom. Überraschung. Ich bin der Weihnachtsmann. Okay, heute gibt's mit der Route. Mit einer Heidschwule dran. Ne? Ihr wart intensiv böse. Deswegen muss ich euch intensiv ermahnen. Block. Okay. Okay. Okay, wo noch? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Muss ich jetzt noch eine zweite Location aufsuchen? Das könnt ihr mir nicht antun. Oh, Plastik. Komm schon, echt jetzt? Wir hätten niemals hierher kommen dürfen. Sind hier oben noch welche? Das gehört doch auch zum Lager. Ich weiß nicht. Hier unten eventuell. Hat sich hier vielleicht einer versteckt? Von euch Schlingeln? Wenn ich nochmal drauf haue? Das gilt nicht. Lass mal Kartusche. Oh, Schande. Gut, dann müssen wir einmal weiterziehen, bitte. Dann eben doch zum Arbeitslager. Dahin, wo wir sowieso als erstes hätten schon hinreisen sollen. Aber naja, danach ist man halt immer klüger. Action, Action, Action. Wir brauchen nicht mehr so viele. Nicht vergessen. Hallo! Oh, Entschuldigung. Hängen geblieben an der Rotzschutzscheibe. Hier an der Fleischtheke. Da! Da! Nimm ihn! Komm her! Wir müssen abhauen. Breach and clear. Und sauber wieder raus. Los, 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 los. Wir haben noch keine Panzerung. Und wir haben auch keine Zeit. Terminator obendrauf noch. Ich kann jetzt nicht. Oh, schöne rote Trucks. Die soll ich mal bei Sonnenlicht fotografieren. Die ergeben einen schönen Kontrast zum Schnee. Aber immer... Doch, jetzt! Oh Gott, da ist jemand für die Daily Ops. Wie glorreich. Gleich rüber. Die richtigen Vibes schicken. Lavend. Oh, wie schön. Oh, Garen Mining Firmenhauptsitz. Wie unvergleichlich schön. Kann gleich losgehen schon mal. Lelele Lynchboxen. Dann hat er auch was zu tun, wenn er auch eine aufmachen will. Aber auch nur dann. Hast du zufällig einen Pfadfinder Pionierbanner? Das wäre toll. Oh, so schön verkleidet. Können wir, wollen wir, los geht's. Drogen, Ballistikbock. Mhm. Und dann alles runterfuttern von, ja, von oben. Nach unten. Ja, ja, ja. Twitz nicht vergessen. Tato, Tomato. Wir können. Und wir haben 12-mal Sugar Bombs. 12-mal. Ich bin richtig. Kann man hier lang gehen? Man kann. Man kann eine ganze Menge in dem Spiel. Aber ob das Sinn ergibt, das ist die zweite Frage. Und das überlasse ich natürlich den Profis. Ich mach schon. Verstärker ist hiermit repariert. Ich weiß nicht, wo die ganzen... Ach, hier. Gehen wir doch gleich hier rüber. Ich glaube, das ist der schnellste Standort im Wilden Westen. Ja, wir kümmern uns drum. Keine Panik. Das ist eine easy peasy Daily Ops. Die Mutationen sind nicht allzu borstig. Hält sich alles in Grenzen. Er ist mit Horny unterwegs. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Aber Horny ist halt leider rüstungsdurchdringend. Horny hätte ich ganz gerne. Warte mal, bei Einzelschuss. Also entweder Doppelschuss oder Anstacheln. Aber Anstacheln finde ich schon irgendwie besser, ne? Da muss halt der eine Schuss noch vernünftig sitzen. Der zweite Schuss, wie war das nochmal? Der macht sowieso nur von vornherein 25% Schaden. Ging das nicht irgendwie in die Richtung? Ich glaube schon. Block und Block und Block. Und dich noch weggesammelt. Ich bleib hier oben. Dann können wir alle sehen. Mehr oder weniger. Also wenn er jetzt nicht vor uns gestanden hätte, dann hätten wir alles gesehen. Aber okay, dann sind wir wieder mobil. Bei Arbeit, Spaß und Spiel. Zack. Matrix. Ach so, Küchlein. Ja, warum eigentlich nicht? Ist das noch innerhalb des Bereiches? Schande, hätte ja klappen können. Es wäre schön gewesen. Vielleicht mal am nächsten Mal, du Küchlein. Was ist mit den Colas hier? Eine Cranberry-Cola, wie gesagt.
Hätte ich ganz gerne mal. Und wir müssten auch mal wieder unseren Laden auffüllen. Spinnt die Anzeige? Nee, ne? Die läuft noch. Ich glaube, die läuft noch. So ein bisschen läuft die noch. Das ist schön. Akzeptabel. Perfektes Küchlein. Klappe die zweite. Dabei hatten wir doch richtig schön Glück gebufft gehabt. Da steht noch einer um die Ecke. Wir müssen ihn manuell abschießen. Wie in einem richtigen Shooter. Spritze. Direkt hinter mir. Also das war schon wirklich ein Game Changer, als ich damals das allererste Mal ein Surround-Headset benutzt habe, um den Gegner akustisch verorten zu können. Puh, was für ein schwieriger Satz. Na ben. Also wir waren hier schon mal mit einem anderen Trupp. Und zwar mit der Mutation reflektierend. Das war echt übel. Und tödliche Rüstungsdurchdringung ist ja auch sehr heftig. Kommt auch gerade noch die seismische Aktivität. Ein Job für die edle Tante. Na, was los bei euch? Oh mein Gott, ganz vergessen, wie schön das sein kann hier mit der Handmade. Okay, rücke vor. Auch eine schöne Waffe. Ich brauche auch einen vernünftigen Ausputzer. Den besten, wo gibt. Wobei, 3 oder 4 würden es auch tun. Mit schönen Konstellationen an variationsreichen, legendären Buff-Zusammenstellungen. Na, sag mal, hört ihr mal auf hier. Das ist unsere Garage, unser Parkhaus. Oh, Panik-Sprung. Er will mich hauen, das soll er mir büßen. Ich glaube, der Kaffee ist nicht mehr aktiv. Brauchen wir sowieso nur moderat. Ballistikbock noch am Start. Drogen. Guck mal nach. Ballistikbock geht immer noch. Naja gut, das hätte ich jetzt oben auch bei der Zeit ablesen können. 5 Minuten sind das gewesen, ne? Jetzt ist aber gut hier. Mal ein bisschen Third Person ballern. Der Variation wegen. Komm schon. Wie langsam er einfach mal ist, wenn er hier eingefroren ist. Ne, irgendwie ist aus der Ego-Perspektive actiongeladener, finde ich. Finde ich irgendwie ansprechender. Da krauchte noch eine Maulwurfsratte. Ach ja, Moni, ne? Und atomarer Abfall. Und mir fällt es gerade ein, natürlich, wir sollten mal wieder die Strahlenschlägerei spielen. Alles cool. Die Gruppe triggern. Ja, irgendwo da. Da hinten. Lauf, Jimmy. Gib alles. Hier lang, da lang. Hier runter, bitte. Einfach die Treppe runter. Ein bisschen schneller auftauen. Aber Vorsicht, Gefrierbrand. Aber es kommt immer auf die Verpackung an, ne? Außen Toppels, innen Geschmack. Block. Hi. Hier liegt aber auch ganz netter Kram rum, ne? Laborwerkbank. Irgendwer braucht den Plan bestimmt. Sind wir noch zu zweit? Ja, sind wir. Das ist kein gewöhnlicher Feind. Ihr müsst ihn schnell ausschalten. Wo ist der Dicke? Nun sag schon. Oh, ich frage auch noch. Warum bin ich denn so langsam? Was ist denn da los? Er müsste hier sein, ne? Ach, das war einer von euch? Ihr habt hier gerade mit einem Raketenwerfer auf uns geschossen? Das gibt's ja nicht. Komm her, du Ratte. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Nice. Excellent Victory. Es war uns eine Freude und eine Ehre obendrein. Wir nehmen noch ein bisschen Nukmat mit und gucken, was hier so auf dem Tresen liegt. Wobei, seismische Aktivität. Wir müssen hinne machen. Sie sollte bald vorbei sein. Wir müssen ja erstmal raus hier, ne? Stimmt. Seltene Belohnung. Ah, da könnte jetzt auch was Wichtiges sein. Wir müssen aufpassen. Kann man das hier nicht beschleunigen, das Runterlaufen? Symptomat, naja. Ein hochbezahlter Bauplan. Wir brauchen ihn aber nicht mehr. Nabend. Schön hier die Kristalle zermöbeln. Aber die kann man nicht abschießen, ne? Hat man schon mal ausprobiert gehabt? Das wäre auch zu einfach, ne? Ja, das wäre auch zu einfach. Lassen Sie mich durch.
Block, 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 Spritze. Und jetzt wird geballert hier. Oh, meine AP-Anzeige spinnt. Das ist sehr hilfreich gerade. Das passiert häufiger mal nach einer Schnellreise. Wir halten einfach drauf. Einfach draufhalten, genau. Den ganzen Kern lang. Und die Waffe ist gleich im Eimer. Verdammt nochmal, wir haben es gepackt. Nice, das war eine legendäre Kreatur. Es freut uns, dass wir helfen konnten. Gibt's ja auch noch ein bisschen Nukmat. Ich bediene mich mal. Chamäleon-Speerrüstung. Weg, 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 weg. Ultrazit, Schrott. Oh, und das war auch unser letzter Fusionskern. Wahnsinn, was für ein perfektes Timing. Danke sehr. Danke, danke, danke. Wir können. Wobei, wenn wir schon mal hier sind, ne? Cola kaufen. Können wir machen. War doch hier gleich um die Ecke irgendwo. Oder kriegen wir hier zufällig noch eine Cranberry-Cola? Die sind ja auch nicht so super häufig in den Automaten. Jetzt muss ich mich erstmal ganz kurz grundlegend orientieren. Da hinten. Ja, da. Ja, genau, da hinten. Da sind die Verkaufsautomaten. Unter anderem, vielleicht gibt es da vorne auch noch welche, aber die kenne ich nicht. Jetzt ist auch noch das Rad. Wir müssen gucken. Wir haben noch zu tun. Weg. Mach's gut. Hast uns treue Dienste geleistet. Es war schön, solange es anhielt. Nur Cola. Wir wollen nur Cola. Die seltenen, bitte. Quantum. Grape. Das ist alles keine Cranberry-Cola zum Immerkaufen. Schon so ein bisschen komisch, ne? Schaltkreise und legendäre Viecher müssen wir töten. Na gut, dann machen wir doch beim Rad mit. Da ist, ich glaube, so ein bisschen Drop-Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir hier eventuell legendäre Monsterchens antreffen. Das ist gut möglich. Ich guck mal hier in die Häuser rein. Da sind auch manchmal Colas und Kronkorken. Ihr wisst schon. Wegen der Cranberry-Cola. Und ansonsten gehen wir in eine Location oder zu einer Location, die viele kleine Gegner hat. Da könnten ja dann auch relativ viele legendäre Gegner am Start sein. Oder es ist eine Horde da. Ist eine Horde da? Zeig mal bitte, alle. Oh, vor einer Stunde. Das wäre safe, ne? Das wäre safe. Ich komme gleich zurück. Nee, doch nicht. Warte mal, die wartet vielleicht noch eine Sekunde auf uns, die Horde. Ich weiß nicht, wie lange die da steht, aber eine Stunde klingt schon so ein bisschen endgültig, muss ich sagen. Block. Legendary, wo ist denn hier einer? Irgendwer von euch muss doch Legendary sein. Schande, meine Energie. Ist denn hier kaputt? Übel, übel. Schön, dass er uns ignoriert. Das soll er uns büßen. Er hat uns nicht für voll genommen. Ja, sicherlich. Er hat viele Gründe dafür. Aber er musste es büßen. Und dich noch. Und hier noch. Lirum, Larum, Löffelstiel. Schießt sie alle nieder. Weiter, schön hier. Am Rand entlang grinden. Aber ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob überhaupt legendäre Gegner kommen können. Aber das wird sich gleich zeigen. Ansonsten nehmen wir hier schön fleißig die EP mit. Was lag da gerade eben? Ist hier oben rauf, die leuchtende Kröte. Das ist ja fast so gut wie Jimmy. Der bei uns da aufs Häuschen gesprungen ist. Mit Hilfe sicherlich, aber trotzdem, er hat es geschafft. Der Ruhm gebührt nur ihm. Na? Zeigt euch. Ihr mieses Pack, ihr. Oing. Musste ich gerade so ein bisschen an. Au, rennen. Rennen. Ja. Ach, Maid-Explosion durch Hirsche. Ich dachte, das wäre das, wo man. Ihr wisst schon, nicht stehen bleiben darf. Ich glaube, hier funktioniert der Wetz-Modus nicht, ne? Ist das? Ich glaube, ja. Aber manueller Schießen geht, ne?
Das geht klar. Oh, hier bitte. Und schön auf dem Rand bleiben. Auf dem Rand der Realität. Zeit für den nächsten Dreh am Rad! Ja, dreh mal ein bisschen am Rad. Runter. Na. Meyerlurks und Aggressortrons. Da muss doch einer legendär sein. Na, da. Block, block. Schöni. Saubere Geschichte. Weiter, weiter. Aggressortronen. Von überall. Mit Mr. Fuzzy-Köpfen. Hatte ich schon erläutert gehabt, ne? Ist eine Mod von Nexus. Das sehen nur wir so. Hier noch. Ich bin jetzt zu faul gewesen, um den Wetz-Modus umzuschalten. Sicherlich, hier werden Beine angebracht oder die Kampfsperre. Aber hier gibt es ja auch Meyerlurks. Und die möchten in den Kopf haben. Einfach in die Rübe. Jawohl, ja. Excellent. Aber es war nach wie vor kein legendärer dabei. Nicht mal zum Finale. Das wäre ja irgendwie doof. Da, ein Spritzerjäger. Die schleudern hier mit ihrer Galle. Sehr unschön das Ganze und sehr eklig. Weiter, weiter. Immer schön auf der Kante bleiben. Nicht abrutschen. Es geht tief hinab. Am Rande der Realität. Und nun drehen wir wieder. Schon wieder? Fand ich auch. Warte mal, ist hier irgendwas Schönes vielleicht? Oh. Da war doch gerade was Legendäres. Da haben wir jetzt nicht zufällig doch einen legendären Gegner eliminieren. Okay, goldene Korkis. Wo haben sie sich versteckt? Kann ich gerade... Ach, hier. Ich hab einen. Also, naja. Der sah aus eher wie... ein Karamellkorki, aber nicht wie Gold. Da. Sehr gut. Exzellente Arbeit. Schön die Augen offen halten. Die machen auch Geräusche, ne? Kann das sein? Ja, die machen... Ja, sie machen auch Geräusche. Noch eine Runde. Bonusrunde, oder was? Na, mal gucken. Was jetzt noch kommt. Wie viele Legendäre müssen wir noch killen? Nach wie vor noch zwei. Ja, aber du bist auch nicht legendär. Du Ratte, du. Drogen, Ballistikbock, Kaffee. Komm wieder ran. Komm wieder ran. Ist hier irgendwer legendär? Irgendeiner von den Gegnern hier. Ja, er ist legendär. Nice. Und dann auch die Horde, wenn sie noch da ist. Ich habe mal angeschossen, das gilt. Warte mal, sind hier zwei legendär vielleicht? Ja, wir haben alle. So gut. Jetzt nicht wegsterben. Vielleicht fürs Team. Fürs Team wegsterben ist in Ordnung. Es kratzt nach wie vor am Ego, aber hey, was macht man nicht alles fürs Team? Ja, kommen wir, auf jeden Fall. Wir wollen jetzt noch eine Aufgabe überrollen. Das ist mir zu doof. Jawoll, ja. Nein, Plastik groß. Ist okay, das können wir handhaben. Wir werden einfach ganz kurz in... Wir machen eine schnelle Plastikrunde. Auf jeden Fall eine schnelle Plastikrunde. Come on.